Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir eine Neuerscheinung des Jahres 2018 von der schwedischen Whisky-Brennerei McMurra. Ja, die habe ich schon besichtigt, gibt es ein Video von und im Hintergrund blende ich Ihnen mal hier ein Bild von der Brennerei ein. Mal sehen, was ich da so finde. Eine tolle, sehr moderne Brennerei. 2011, glaube ich, angefangen zu bauen. 2012 oder 2013 erste Brand rausgelaufen. Und diese Whiskys stammen alle schon aus dieser neuen Brennerei mit original schottischen Brennblasen. So, und dieser Winterglöd kostet um die 55 Euro, keine Altersangabe, dürfte aber ja noch unter zweistellig sein, weil die 10-Jährigen werden jetzt extra ausgewiesen. Also irgendwo, ich sag mal, von 6 bis 8 dürfte das Alter irgendwo liegen. Diese Flasche hat etwas ganz Besonderes. Und zwar wurde sie in den verschiedensten Fässern gereift. Und McMurra hat eine Besonderheit bei der Reifung. Sie gehen hin und reifen in normalen, größeren Fässern. Und dann wird für eine Nachreifungsphase wird umgefüllt. Und da gibt es auch durchaus sehr, sehr kleine Fässer mit unter 100 Litern Inhalt, in denen ein Whisky sehr, sehr schnell reift. Und dieser reift zuerst nun in den typischen Ex-Bourbon-Fässern 208 Liter. Und zwar dort in First-Fill- und Second-Fill-Fässern. Dann ging es in schwedische Eiche mit 100 Litern Second-Fill. Dann auch in der Nachreifung in Oloroso, Sherryfässer, kleine, 128 Liter, First Fill. Dann in amerikanische Eiche, 128 Liter, Virgin Oak, First Fill. Und dann gibt es, und daher hat der hier nun auch ein bisschen seinen Namen, in Glöckwin-Fässer. Das sind Glühweinfässer. Ich weiß nicht, wie man Glühwein in Fässern lagert, entzieht sich meiner Kenntnis. Die hatten jedenfalls 100 bis 128 Liter First Fill. Und zum Schluss gibt man noch ein PX Sherry, Pedro Ximénez Sherry, einen süßen oxidierten Sherry Fässern mit dazu 200 Liter First Fill. So, das ist eine Menge an Fässern, aus denen man jetzt diesen hier abgemischt hat. Und das liegt daran, dass die Master Distillerin, Angela Doratio sehr gute Kontakte in die Weinszene hat und hat also mit verschiedensten Fässern hier experimentiert. Und wir dürfen nun von Jahr zu Jahr diese verschiedenen Ergebnisse dieser tollen Experimente hier mitverfolgen und mit genießen. Hier brauche ich eigentlich nicht dran zu riechen, weil die nehmen sinnigerweise Kunststoffkorken. Da haben sie überhaupt keine Probleme mit korkigen Korken. Das kleine Brennerei, das habe ich mehr als einmal auf der Welt gehört, wird man bei den Korken von den Korkherstellern aus Europas Süden, beschissen. Also hier ist als kleine Brennerei ein Wechsel auf Kunststoffkorken, Glaskorken, Schraubverschlüsse durchaus angebracht. Man spart sich eine Menge Ärger und hier riecht es auch ganz toll von runter. So, da jetzt aber viel eingeschenkt. Hier werden wir da nicht austrinken. Wie viele Volumenprozente hat er? 46,1. Das ist mittlerweile sehr, sehr typisch für McMurra. Damit füllen sie so ziemlich alle ab. Also mal zuschauen. Ich habe hier das Fass ein bisschen geändert, dass wir hier jetzt... Jo, die Stimme muss eigentlich so stehen. Ne? So, jetzt wird die Sache gerade. Jetzt schauen wir mal. Also ein schöner, voller, voluminöser Geruch mit süßer Marmelade, mit kandierten Orangenschalen, Rosinen, also alles, was da aus diesen verschiedensten Fässern darüber kommt. Grundtenor ist fruchtig und süß, mit einer dahinterliegenden Würze von den Fässern. Und diese kleinen Fässer
sorgen also dafür, dass ein Whisky dermaßen schnell reifen kann, dass der so eine Aromafracht hat wie ein 20-Jähriger. Ne? Ja, probieren wir. Hm. 46,1 spürt man. Und hier sieht man dann doch, dass er nicht so alt ist, sondern jünger, weil dieser Alkohol einen deutlichen Einfluss auf die Zunge hat. Dazu kommt von diesen vielen, vielen verschiedenen Eichen doch schon eine deutliche Würze auf die Zunge mit einer leichten, ja, zartbitteren Schokoladennote deutlich zu spüren. Und ein bisschen geht es hin zu einer leichten Ingwer-Schärfe, aber na, Schärfe nicht, Würzigkeit und dazu ja so ein bisschen Tabakblätter. Ich rauche nicht, nein, nicht brennende Tabakblätter, sondern wenn sie unverbrannte Tabakblätter aus der Dose riechen. Oh, mitunter auch fermentiert, aromatisiert, fermentiert sind sie alle. Da kommt so ein bisschen ja, altes Herrenzimmer durch. Und im Abgang immer noch etwas Frucht und vor allem Eiche, vergleichsweise lang. Donnerwetter. Also für einen Whisky ohne Altersangabe hat der also viel gesehen und entsprechend, ja, Entschuldigung, mit dicker Hose tritt er hier auf. Also der hat kräftig Volumen. Mhm. Ja, jetzt richtig Espresso-Noten hinterher. Ja, McMurra hat es geschafft, mit seiner speziellen Reifetechnik, mit den vielen kleinen Fässern, einen hohen Reifestandard seiner Whiskys zu erreichen. Und von Mal zu Mal variiert man bei den Jahresabfüllungen die Aromen, die dominanten Aromen gegenüber anderen Aromen. Und hier solche vielen, vielen verschiedenen Fässer in einer Abfüllung zusammenzubringen, das wird ja in anderen Teilen der Welt sehr, sehr selten gemacht. Und hier hat man also damit ja diese große Komplexität. Schauen Sie mal zum Shop-System nach. Diese Jahrgangsabfüllungen sind immer limitiert, halten, ich sag mal, im Regelfall ein halbes Jahr mindestens durch. Und dann könnte es ein bisschen knapper werden, aber bei McBurra gibt es viele, viele Sonderabfüllungen, die ja um den allgemeinen Brennereicharakter alle hübsch sich drumherum bewegen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.